Innenstädte voller Shoppingtempel. Ist das noch die Zukunft? In vielen Städten werden Filialen geschlossen, Personal entlassen. Ich habe mit 17 Jahren angefangen. Das war mein Leben. Endgültig versperrte Kaufhaustüren werden zum Symbol für die zunehmende Verödung von Innenstädten. Und der Einzelhandel droht mit, im Strudel zu versinken. Die richtige Frage ist, was können wir mit diesen Innenstädten jetzt tun? Die Entwicklung verschärft sich dramatisch seit Corona. Ist die Pandemie Ursache oder nur ein Brandbeschleuniger? Das war vor Corona schon ein Problem und Corona tut jetzt noch sein Übriges. Wir können als Stadt hier schon was machen, aber nur bedingt. Wie ernst ist die Lage wirklich? Welche Lösungen gibt es? Und wer bezahlt für die Fehler der Vergangenheit? Also ich habe auch schon eine Rentenversicherung gekündigt und auszahlen lassen und das Geld in die Firma investiert. Ja, ist leider so. Zwei Städte, ein maroder Kaufhauskonzern, eine Pandemie, verzweifelte Einzelhändler und die Frage, wie es weitergehen soll. Wenn das massenhaft verbreitet ist, dann ist das natürlich dramatisch. Und da müssten die, die politisch verantwortlich sind, schlaflose Nächte haben. Ingolstadt in Bayern, Chemnitz in Sachsen. 300 Kilometer voneinander getrennt und in der Problemlage doch näher, als man denkt. Chemnitzer Kaufhof ist gerettet. Der Ingolstädter steht vor dem Aus. Und auch in Ingolstadt wird Galeria Karstadt Kaufhof künftig laut Angaben der Gewerkschaft nicht mehr vertreten sein. Die 65 Angestellten des Warenhauses traf die Nachricht am Freitag wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich bin 41 Jahre dieses Jahr hier in dem Unternehmen beschäftigt. Ich habe mit 17 Jahren angefangen. Das war mein Leben. Ja, fassungslos, da sind viele Gefühle. Man ist irgendwo wütend, dass man sich entschlossen hat, den Standpunkt, also den Standort zu schließen. Ja, man braucht auch ein paar Tage, bis man das so richtig begreift. Das war eine Situation, die nicht unerwartet kam. Und für mich persönlich war eigentlich klar, dass wir uns mit diesem Zustand abfinden müssen. Ich habe hier auch in der Innenstadt gelernt und eben dann diese 35 Jahre nur mit der Unterbrechung der Elternzeit eben hier dann bei Kaufhof Karstadt. Also wenn ich mir denke, früher waren sehr viele Inhaber geführt, die Geschäfte dann auch noch in Ingolstadt, wie Karlsson, Hettlage, Wörl, also sehr viele, K&L, war schon alles hier in der Fußgängerzone ansässig. Ich persönlich war gerne dort immer in der Arbeit. Eigentlich immer in der Damenbekleidung, also verschieden, ob jetzt für ältere Damen, junge, Unterwäsche, dann das letzte Jahr dann an der Kasse überwiegend, also in Teilzeit dann auch. Und man hat also schon gemerkt in der letzten Zeit durch dieses wenige Personal, durch die Einsparungen, dass es für uns als Team immer schwieriger geworden ist. Wir selber haben dann jetzt seit Mitte März eine ehemalige Mitarbeiterin vom Kaufhof übernommen. Im Grunde kann mir nichts Besseres passieren, weil die früheren Mitarbeiter vom Kaufhof waren sehr gut ausgebildet, waren sind Einzelhandelskaufleute mit Herz und Seele und nichts anderes brauchen wir. Wir sind in der Branche durchaus auch unterwegs und beraten da auch Mitarbeiter, die wirklich in der Fläche arbeiten im Verkauf. Und da ist die Herausforderung, auch über ganz andere Aufgaben nachzudenken. Also wir haben zum Beispiel Klienten, die sich in Richtung Pflege weiterqualifizieren. Oder neulich hatten wir ein Beispiel von jemandem, der wollte dann eine Ausbildung als Busfahrer machen. Lockdown in einer Großstadt. Es ist die einzige Möglichkeit, um dieses Infektionsgeschehen zu
zu stoppen. Da werden wir den Lockdown sicherlich vorschlagen, zu verlängern und auch deutlich zu vertiefen. Leere Straßen und Plätze, verwaiste Schulen und Kitas. Wir werden den Einzelhandel schließen. Hier in Chemnitz ist heute schon alles dicht. Ein Großteil der Geschäfte ist nun geschlossen. Es ist bitter für die Betreiber. Ich bin halt in der DDR groß geworden. Irgendwie geht es immer weiter. Und wir hoffen auch, dass es diesmal weitergeht. Aber es ist sehr, sehr anstrengend, sehr hart. Wir sind halt Kämpfer. Ja? Und alles, was an liquiden Mitteln zur Verfügung stand, steckt quasi im Geschäft, in der Ware. Es gab auch Minister, die letztes Jahr im September gesagt haben, es wird keinen Lockdown mehr geben. Und ja, wie es geworden ist, haben wir dann gesehen. Wenn ich viele Überschriften immer von einem zweiten Lockdown lese, ich halte nichts davon, das immer in diesen Überschriften zu machen. Die Zahlen sind niedrig, das Gesundheitswesen kann gut damit umgehen und wir wissen, wie wir uns schützen. Wir müssen ja immer ein Dreivierteljahr, bevor die Ware kommt, ordern wir die Ware. Also wir müssen immer in die Zukunft schauen. Wir haben ungefähr noch, schätze mal, 25% an Winterware im Bestand. Dazu zählen halt Winterschuhe, die ganzen Winterjacken für Damen und Herren. Ja, auf denen sitzen wir gerade noch. Jeder zweite Einzelhändler sei von Insolvenz bedroht. Die Hilfe nicht ausreichend, sagt der Handelsverband. Also wir leben nur von Ersparten und das Ersparte ist jetzt aber irgendwann aufgebraucht. Ich habe auch schon eine Rentenversicherung gekündigt und auszahlen lassen und das Geld in die Firma investiert. Ja, ist leider so. Das ist eine zutiefst menschliche Reaktion, dass etwas, was Sie mit Herzblut aufgebaut haben, Sie verteidigen bis hin zur Selbstausbeutung. Das heißt aber nicht, dass Sie automatisch, dass diese Modelle konkurrenzfähig werden. Wir haben in unserer Forschung immer wieder zum Beispiel im Mittelstand Unternehmen gefunden, wo die Inhaber gesagt haben, wir schmeißen alles an Privatvermögen in die Firma, um irgendwie über diese Krise da in der Zeit, in der nicht absehbar war, wie lange die dauern wird, weil wir da gemeinsam durchgehen. Das werden Sie natürlich von einem Jeff Bezos nicht hören, solche Sätze. Wir haben umfassende Wirtschaftshilfen bereitgestellt. Wir möchten, dass die Einzelhändler in den Innenstädten überleben, denn sie sind Teil unserer Einkaufskultur. Im März, April letzten Jahres haben wir die Soforthilfe bekommen. Für 9.000 Euro waren das. Die haben uns natürlich erst einmal geholfen. Ja? Damit konnten wir unsere Mieten begleichen. Also wir als Einzelhändler, wir bekommen ja 100% der Fixkosten, wenn wir in dem Monat mindestens 70% weniger Umsatz haben. Und Fixkosten bedeutet aber, wir kriegen die Steuerberaterkosten bezahlt. Wir kriegen die Zinsen für Geschäftsdarlehen bezahlt. Wir bekommen Stromkosten bezahlt, Telefonkosten, Miete. So, diese Kosten sollen subventioniert, sollen erstattet werden. Wir haben ein dramatisches Problem im Einzelhandel. Die haben seit dem 16. Dezember geschlossen, bis heute nicht einen Cent gesehen. Das sind 8 Wochen, das geht nicht. Ich habe nur aus angesparten privaten Mitteln, habe ich jetzt quasi meine Ware bezahlt. Miete wird uns gestundet vom Vermieter, die ist noch fällig. Und alles andere zahle ich aus privaten Mitteln. Oder dem, was aus dem Umsatz noch da gewesen ist, vielleicht aus dem Dezember. Wir versuchen, Arbeitsplätze zu retten und Unternehmen zu sichern. Und das gelingt auch. Der Internationale Währungsfonds hat uns gerade bescheinigt, dass die bisherige Politik alleine 400.000 Unternehmen vor der Insolvenz gerettet hat. Galeria Karstadt Kaufhof betreibt bundesweit über 170 Filialen. Fast die Hälfte davon ist von der Schließung bedroht. Die Kaufhof-Filiale in Chemnitz soll schließen. Hier arbeiten dem Konzern zufolge 549 Mitarbeiter. Kenner der Branche sagen aber, dass das Warenhaus schon lange vor Corona in Schieflage geraten war. Boah, ich denke, das wäre schon eine Katastrophe für Chemnitz gewesen. Ne? Also wir haben, seht ihr selber, wie groß Galeria Kaufhof ist. Zieht nach wie vor immer viele Leute, gerade das Umland. Also was Erzgebirge betrifft, kommen sehr, sehr viele Leute hierher. Und es zieht einfach. Manche haben ja dann auch, wenn sie mich gesehen haben, dann auch angesprochen, gesagt, ich gehe da zwar gar nicht mehr so oft hin, aber die dürfen jetzt ja nicht zumachen. Also das geht nicht.
habe dann immer dieses Haus dunkel gesehen. Und so, als würde das Licht ausgehen. Das ist vielleicht ein bisschen theatralisch und ein bisschen übertrieben gewesen, aber es ist auch eine ganze Menge dran. Und wenn die Lichter ausgegangen wären, in diesem Glashaus, was es ja ist in Chemnitz, das wäre eine, nicht nur von der Symbolik her, aber schon ein ganz, ganz schlechtes Zeichen gewesen. Und Chemnitz neben den tragischen und schlimmen Ereignissen von 2018 war auch eine ideale Projektionsfläche für Urteile, Vorurteile, schnell dahingesagtes Einordnen in irgendwelche Schubladen. Daniel H. wurde in der Nacht vom Samstag zu Sonntag auf dem Chemnitzer Stadtfest niedergestochen. Rechtsextreme nutzen seither den Vorfall, um gegen Ausländer zu hetzen. Wenn dann wieder etwas eintritt, was man nicht so einfach zur Seite schieben kann. So, ja, da schließt jetzt hier ein Kaufhaus, da wird schon was Neues kommen. Ne? Das wiegt schwerer. Das Loser-Image, das ist immer ein bisschen schwierig. Immer wenn was negativ berichtet worden ist, war irgendwie immer Chemnitz. Und wo 2018, wo wir, sag ich mal, die Stadt in Verruf gekommen ist, tja, ich habe selber gesehen und ich bin 100% sicher, dass das nicht das tatsächliche Bild widerspiegelt. Jetzt sind wir ja nur Kulturstadt 2025 und da gehört natürlich so ein Gebäude, so ein Objekt mit dazu. Ja. Die gute Nachricht vom Erhalt der Chemnitzer Galeria Kaufhof, sie verbreitete sich schnell in der Stadt. Bei der einen kamen die Tränen raus, also wunderbar. Und wir haben ein bisschen geweint. Glück. Für unsere Bürger habe ich mich am meisten gefreut, dass die das jetzt, alle, die irgendwie unterschrieben haben, die Menschenkette mitgebildet haben, dass die dann auch sagen können, guck mal, das lohnt sich, wenn du das nicht einfach so hinnimmst, sondern was tust. Und das war psychologisch für Chemnitz, das kann man kaum hoch genug einschätzen. Das Ziel ist es nicht, Strukturen und Unternehmen zu schützen, sondern die Menschen. Und da diese Pandemie viele unverschuldet oder alle unverschuldet getroffen hat, ist es richtig, das zu tun. Ob das ein Schuhhändler ist oder eine Boutique-Besitzerin von Schmuck und Mode, ich höre immer, wir profitieren alle von einem offenen Kaufhof. Wenn es jetzt aber um weitergehende Hilfen geht, muss man sehr genau unterscheiden, was sind Geschäftsmodelle, was sind Strukturen, die ohnehin unabhängig von der Pandemie durch Strukturwandel kaputt gehen. Aber es tut natürlich in der Seele weh, wenn man da sieht, dass jeder zweite, dritte Laden leer steht. Und dann zum Schluss die letzten Monate noch Kaufhof Karstadt. Das reiht sich jetzt halt lückenlos ein, weil der ehemalige C&A gleich das Nachbargebäude mit 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche steht da auch schon seit Jahren leer. Also früher ging die 1A-Lage im Grunde schon am Paradeplatz, also fahren ja an den Platz da mit dem Brunnen los und hat sich dann im Laufe der letzten Jahre eigentlich immer weiter nach Westen verlagert. Zwischenzeitlich war 1A-Lage noch das abgebäudekannte Kaufhof. Aber das Thema ist jetzt mit der Schließung natürlich auch durch. Und jetzt würde ich sagen, die 1A-Lage beginnt ungefähr da, wo jetzt die Imbissbude steht. Die Frage ist, wie viele Gestaltungsoptionen haben Städte? Also dadurch, dass die meisten Häuser in einer Fußgängerzone meistens unterschiedlichen Menschen gehören, wenn es große Immobilienketten sind, deren Headquarter irgendwo auf der Welt ist, sind die wahrscheinlich nicht offen für solche Diskussionen. Ohnmacht ist vielleicht ein großes Wort, aber wir waren sehr schnell, war uns klar, dass wir wenig Möglichkeiten hatten, wenn nicht sogar gar keine Möglichkeiten, diese Entscheidung zu beeinflussen. Wir haben, wenn wir nicht aufpassen, immer weniger Begegnungsmöglichkeiten, wo Menschen, die aus unterschiedlichen Ecken der Gesellschaft kommen, sich noch über den Weg laufen. Das ist Kaufhaus natürlich eins dieser Orte. Das ist Downtrading. Das bringt zwar Frequenz, aber das bringt nicht unbedingt die Kunden rein, die ein mittel- bis hochwertiges Einzelhandelsgeschäft braucht.
Und das ist halt absehbar in den letzten Jahren gewesen. Das Ziel ist ja, die Menschen für 3-4 Stunden wieder dort hinzubekommen und nicht nur, um Geld auszugeben, sondern gerne dort zu sein. Und das verträgt sich aus meiner Sicht nicht so gut mit den 1-Euro-Geschäften. Man macht wenig Umsatz, es ist langweilig, es ist standardisierte Ware. Und diesen Weg sollte man aus meiner Sicht nicht gehen. Ist katastrophal, brauchen wir nicht reden. Das ist nicht schön. Und ich sehe aber momentan auch überhaupt keine Möglichkeit, wie man da dagegen einwirken soll. Wenn ein Mieter rausgeht, weil er insolvent gegangen ist, zu fragen, wer kann der Nachmieter sein? Das ist die falsche Frage, sondern die richtige Frage ist, was können wir mit diesen Innenstädten jetzt tun? Und diese Pandemie hat den Strukturwandel beschleunigt und Innenstädte, der Einzelhandel, wird komplett anders aussehen. Die alten Dinosaurier, die alten Formen zu schützen, zu verlängern, zu verteidigen gegen den Fortschritt, gegen den Strukturwandel, macht keinen Sinn. Wir können als Stadt hier schon was machen, aber nur bedingt. Die meisten Immobilien gehören uns gar nicht. Also wir tun alles, was wir nur irgendwie können, um wieder Belebung in die Innenstadt zu bekommen, um diese Leerstände ein Stück weit aufzulösen. Aber im Moment durchschreitet man einfach ein schwieriges Tal und einen schwierigen Transformationsprozess. Und das war auch genau der Zeitpunkt, wo wir dann den runden Tisch Innenstadt ins Leben gerufen haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitwirkende am runden Tisch. Wir haben mit 500 Ideen zurufen von Bürgerinnen und Bürgern angefangen. Also ich habe immer gesagt, wenn wir am Schluss ein Dutzend Maßnahmen haben, die Wirkung zeigen, dann haben wir da schon viel geschafft. Für viele gingen heute durch die jüngsten Corona-Lockerungen Hoffnungen in Erfüllung auf ein Pfingstwochenende unterwegs. Das ist natürlich ein Hoffnungsschimmer nach mehr als 5 Monaten des Corona-Lockdowns. Hallo, was ist hier? 69,95. Okay, alles klar. Sind noch recht leicht. Haben Sie auch, ja. Hab's da, allen Größen. Okay, alles klar. Können Sie gerne Bescheid. Reinkommen. Ja, nee, alles da. Okay. Ja, heute machen wir wieder auf. Heute geht's los. Wir haben jetzt ab heute wieder die Inzidenzen in Chemnitz so gering, dass wir wieder Click and Meet anbieten können. Und ja, und jetzt starten wir mal und gucken mal, was geht. Ja? Hat ja auch schon verschiedene Höhen und Tiefen auch in der Innenstadt erlebt. Und habe auch immer versucht, ihm wieder neu Mut zu machen. Und mal waren es Pflanzkübel, die wir erstmal hingestellt haben, damit das einfach schöner aussieht. Und dann haben wir in der Klosterstraße, das ist bei ihm dann um die Ecke rum, diese Kneipenmeile entwickelt. Also wir haben immer wieder schon schwierige Phasen gehabt, dass der nicht nur der Eindruck entstanden war, es gehen ja immer weniger Leute in die Innenstadt. Also ich bin verhalten euphorisch, wollen wir es mal so ausdrücken. Ja. Und wenn das, sage ich mal, selbst wenn wir nicht wieder ganz normal aufmachen können, wenn wir aber Click and Meet anbieten können, dann wäre das für uns schon okay. Also bei uns funktioniert halt kein Click und Collect. Also keiner kommt vor die Ladentür und holt einen Artikel ab. Das funktioniert vielleicht bei Elektrik, wo du genau weißt, was du kaufen möchtest. Aber bei uns hat das nicht funktioniert. Also haben wir nicht ein einziges Teil verkauft. Ich drücke ihm ganz sehr die Daumen, dass er die Kraft hat, noch durchzuhalten. Ich bin überzeugt davon, dass Chemnitz eine ganz andere Innenstadt sein wird, mit einer ganz anderen Frequenz. Auf der einen Seite macht es mich froh, dass es wieder so ist nach der Pandemie, dass die Leute wieder rausgehen zum Einkaufen. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich nach links schaue und dieses Haus sehe, wo natürlich der Schriftzug Galeria Karstadt Kaufhof fehlt und da die Kunden halt dann gefehlt haben. Nackt, kahl, vergessen. Wir sind hier, wir sind laut, wenn man uns die Arbeit lässt. Sie kämpfen für ihren Kaufhof. Auch Maria Weigelt will mit der Protestkundgebung auf ihre schwierige Lage aufmerksam machen.
Erst vor 3 Monaten war sie vom Kaufhof in Chemnitz nach Ingolstadt versetzt worden. Der Chemnitzer Kaufhof ist gerettet. Der Ingolstädter steht vor dem Aus. Ich bin 41 Jahre dieses Jahr hier in dem Unternehmen beschäftigt. Ich habe mit 17 Jahren angefangen. Das war mein Leben. Tja, sprachlos. 58 bin ich geworden und bin raus. Schon seit Jahren gerät der Warenhausriese durch Online-Händler unter Druck. Karstadt hat es nicht wirklich geschafft, eine Verbindung zwischen stationärem und Online-Handel herzustellen. Amazon und Zalando haben der Kaufhauskette während der Corona-bedingten Schließungen den Rang abgelaufen. Die Kaufhof-Filiale in Chemnitz soll schließen. Viele Kunden solidarisierten sich mit den 140 Beschäftigten. Letztendlich sollen es tatsächlich die Zugeständnisse des Vermieters gewesen sein, dass Chemnitz von der Streichliste genommen wurde. Also es wird uns, das ist meine Vermutung, in 20 Jahren sehr, sehr fremd vorkommen, dass wir die Innenstädte dafür genutzt haben, nicht verkaufte Ware auszustellen und über Etagen hinweg zu stapeln. Es wird darauf ankommen, dass man nicht den Online-Handel, den E-Commerce-Handel zurückdrängt und bestraft dafür, dass er technologisch in der Lage ist, diese standardisierten Waren viel günstiger anzubieten. Wir sind ein stationärer Handel. Also wir machen das seit 25 Jahren. Wir stehen jeden Tag im Geschäft. Die Kunden kommen zu uns, sie wollen die Ware anfassen. Wir reden mit denen, wir beraten. Das ist unser Business. Wir verkaufen doch ein bisschen was online über eBay. Das macht aber eben, wie gesagt, 5% aus. Das ist also nichts, ein Tropfen auf den heißen Stein. Also ich habe jetzt gerade einen Artikel verkauft für 240 Euro. Ja? eBay überweist 192 Euro. Also sprich, die Differenz von 240 zu 192 sind reine Gebühren. Meine Umsatzsteuer allerdings, die zahle ich auf die 240 Euro. So, dann können Sie sich natürlich vorstellen, was im Endeffekt noch übrig bleibt von dem Artikel, den man für 240 Euro verkauft hat. Hat man Pi mal Daumen 15 Euro noch über. 10, 15 Euro. Und dann macht das Business, wie willst du davon dann Personal bezahlen? Wie willst du dann höhere Lagerkapazitäten bezahlen? Wie willst du einen höheren Warenbestand bezahlen? Also für uns macht das keinen Sinn. Ich glaube auch nicht, dass ein kleiner Einzelhändler gegen eine große Kette, die einen super riesen Webshop hat und unglaubliches Online-Marketing macht mit riesigen Budgets, dagegen ankommen kann. Das darf auch nicht der Weg sein. Wenn der Kunde wissen will, wie der Schuh an seinem Fuß aussieht, dann kann er sich vor einen ganz normalen Spiegel stellen, kann den Schuh probieren und sieht, ob es gut aussieht. Wobei ich kein Mensch bin, der Digitalisierung verabscheut oder so, ja? Also keineswegs. Für viele Einzelhändler ist es natürlich auch schwierig, gerade wenn sie sich manche Innenstädte anschauen, also vor Corona, als die Läden noch offen waren, die aber oft auch nicht so unterschiedliche Sortimente haben. Und die kriege ich dann bei den großen Amazon und Zalando auch und möglicherweise billiger und schneller. Da tun sich die leichter, die wirklich ein eigenständiges Angebot auch haben. Also angenommen, ich hätte in die Zukunft sehen können und wäre ein Schlaumeier gewesen, hätte gesagt, oh, ich muss alles digitalisieren. Was will ich dann noch mit einem Laden in der 1A-Lage, der mich jeden Monat tausende Euro kostet? Wo ist da der Sinn? Oder habe ich da auch was verpasst? Soll ich mein Ladengeschäft digitalisieren? Soll ich zu meinem Vermieter sagen, du, ich bin jetzt kein stationärer Laden mehr, ich bin jetzt nur noch ein digitaler Laden, ich zahle nur noch 50% der Miete? Würde das funktionieren? Nee. Zehntausende Unternehmen stehen bereits vor dem völligen und dauerhaften Herunterfahren namens Pleite. Eine Umfrage des Handelsverbands unter mehr als 1500 Innenstadthändlern zeigt, mehr als die Hälfte glaubt, ohne weitere staatliche Hilfen bald dauerhaft schließen zu müssen. Ein Jahr nach Beginn der Corona-Welle rollt wegen Kurzarbeit und fehlender Nebenjobs langsam die Pleitewelle an. Wir haben uns dazu entschlossen, diese Weinbau zu eröffnen, bevor eben in China dieses Corona-Thema aufkam. Die kalte Dusche kam dann Mitte März 2020, als dann der erste Lockdown kam. Also wir sind in der glücklichen Lage, dass wir sehr jung sind. Wenn wir das Geschäft an die Wand fahren, haben wir noch viele Jahre Zeit, um das wieder auszubügeln. Der Winter wird schwer. 4 lange, schwere Monate. Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen. Das hat sie ja
Herbst schon gesagt und dann jetzt vor einem Monat oder vor zwei Monaten hat sie es nochmal gesagt. Das sind jetzt noch 3-4 schwere Monate, März, April, Mai, Juni. Und das war dann schon ein bisschen frustrierend für uns, ja. Also wir haben uns jetzt eigentlich seit über einem Jahr, glaube ich, keine neue Kleidung mehr gekauft. Also unser Ziel war es immer, dass wir nicht in Schulden fallen. Weil man muss dazu sagen, also ja, natürlich, man hat immer Existenzsorgen. Aber ich glaube, es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich jetzt zu Hause auf der Couch liege und Tränen weine, weil ich Angst habe, dass das im Bach runtergehen könnte. Während der Onlinehandel Zuwächse bei den Umsätzen vermeldet, sagt der Einzelhandelsverband, etwa 80% aller Händler in Deutschland hätten immer noch mit Einbußen zu kämpfen. Die großen Versandhändler haben profitiert. Die Entwicklung hin zum Online-Kauf wurde durch Corona noch beschleunigt. Größter Gewinner ist der Onlinehandel mit einem Plus von 32% gegenüber 2019. Das wird sich einfach für uns aktuell einfach nicht rechnen. Also hätte ich mehr Aufwand. Und es gibt inzwischen zu viele große Händler, die Millionen von Euro in ihren Shop gesteckt haben. Da komme ich als Kleiner gar nicht mit. Also das brauche ich gar nicht probieren. Sei es mit dem Google-Ranking oder auch mit den rechtlichen Grundlagen. Extrem schwierig. Und auch hier hinten, das ist so ein kleiner Teil, das sind bloß so ein paar Versandkartons, die man halt braucht. Aber die nehmen halt extrem viel Platz weg. Und den Platz habe ich halt auch einfach nicht. Was anderes ist es, wenn man lokale und differenzierbare Produkte und Dienstleistungen anbietet. Dann steht man nicht mehr in Konkurrenz zu irgendeinem Anbieter aus China. Something dark is coming over me. I feel it pushing like a storm against the sea. Es gibt hier alles, was ein Mountainbiker braucht. Das ist halt unsere Zielgruppe und auch unsere Leidenschaft gleichzeitig. Something strange is coming over me. Wir haben tatsächlich schon sehr, sehr viele Artikel, die es nicht bei Amazon gibt, weil das einfach exklusive Markenware ist, die nicht über Amazon verkauft wird. I feel the tides change and a fire blazing inside of me. Ich würde sagen, wir haben ungefähr 90% Umsatzrückgang. I feel it pushing like a storm against the sea. Ich habe schon von meinen Ersparten mittlerweile angefangen zu leben und das ist als Selbstständiger auch meine Rente. Und ich weiß nicht, wann meine persönliche Schmerzgrenze erreicht wäre. Ich kann es nicht sagen. Also natürlich geht man sehr weit, wahrscheinlich. Irgendwann ist immer Schluss. Spätestens, wenn man gar nichts mehr hat. Online-Shop ist auch wegen der momentanen Situation natürlich die Lösung, glaubt man auf den ersten Blick. Weil man, wenn zu ist, trotzdem irgendwas verkaufen könnte und davon vielleicht das Personal bezahlen oder die Pacht. Aber im zweiten Blick schaut es dann schon anders aus. Ich bin gelernte Fachinformatikerin und habe 3 Jahre lang technischen Support auch für eine Softwarefirma gemacht und war dann knappe 2 Jahre im Außendienst und habe Software implementiert. Also ich habe schon viel Erfahrung in dem Business. Wir sind jetzt aktuell seit 2,5 Monaten am Arbeiten, aber es ist noch nichts online. Ja, es geht einfach nicht schneller. Es ist sehr komplex. Gerade in der Größenordnung, wo wir auch jetzt Artikel haben, kann man schon fast einen ganzen Mitarbeiter dafür abstellen, dass sich der nur um den Online-Shop kümmert, der dann quasi auch die Nacharbeit macht und die ganzen Bestellungen abwickelt, die ganzen Rückläufer, die ganze Warenhaltung. Ein Online-Shop aus dem Stand zu betreiben, ist aus meiner Sicht für einen normalen Einzelhändler, der keine Ahnung hat von Internetgeschäft, der hat keine Chance. Der Einzelhandel steht, glaube ich, unter unglaublichem Veränderungsdruck. Das ist wahrscheinlich ein Prozess, der noch ein paar Jahre geht. Ich glaube, da wissen wir selber noch nicht so genau, in welche Richtung wird sich das entwickeln. Im Moment sieht man erschreckend viele Einzelhandelsgeschäfte, die schließen müssen, finde ich, wenn man durch die Innenstädte geht. Also das macht einem schon Angst. Wir haben Strategie, wir haben einen Plan dafür und wir haben das auch uns irgendwo ausgerechnet. Es sollte funktionieren, ja. Das Entscheidende ist,
dass man auffindbar ist und dass man irgendetwas hat, was einen unterscheidbar macht. Und man muss da sozusagen nicht alles abbilden, aber man muss sozusagen eine Verbindung, eine Beziehung herstellen zu den Kunden. Online-Shop, es ist nicht meins. Das passt nicht zu mir, das passt nicht zum ganzen Geschehen, das passt da nicht zum Laden. Ich kann mich nicht identifizieren damit. Erstens bin es nicht ich. Ich mache mein Facebook und dann ist es aber schon gut. Und ich stöber auch so nichts im Internet oder sonst irgendwas. Das bin ich einfach nicht. Das ist auch nicht meine Philosophie, weil, wie gesagt, ich brauche das Persönliche einfach. Das ist übrigens mein Lieblingsgeschäft. Gell? Schön, das bleibt nicht. Also wirklich immer gute Beratung. Dankeschön. Freundlich. Also alles, bei Ihnen passt alles. Schön, das bleibt mir. Danke. Ja, dank meiner Tochter, ja, die hat vor 2 Jahren ja die ganzen Schulungen mitgemacht. Da ging es um Social Media, um die ganzen, was mache ich bei Google, wie kann ich bei Google und Facebook, Instagram. Ja, ich bin so Mädchen für alles. Ich mache Fotos, poste das, schreibe auch den Kunden zurück, wenn sie jetzt also auf Instagram oder was oder Google irgendwas fragen. So die Online-Geschichten, die mache ich. Du möchtest gerne ein Gewürz haben, beziehungsweise du hast das jetzt auf Facebook gesehen oder auf Instagram, dann schreibe ich dir einfach zurück, pass auf, das ist so und so, das kannst du für das und das hernehmen, du kannst es aber auch für das hernehmen oder so oder für das oder für dies. Und dann kannst du entscheiden, oh ja, das möchte ich oder das möchte ich nicht. Tante Emma im Laden mit, ja, der persönliche Kontakt, das, der Ratsch mit den Kunden. Und Tante Emma natürlich auch auf Facebook, klar. Auch der Ratsch auf online geht genauso wie privat. Also, ja. Das ist unglaublich faszinierend, denn wir werden am Ende Digitalisierung nicht nutzen, um unser Leben zu digitalisieren, sondern um das analoge Leben besser zu machen. Also es ist am Ende nur ein Instrument. Und so muss man es, glaube ich, auch einsetzen. Und das Instrument muss man standardmäßig haben, das muss man für sich entwickeln. Aber es ist nicht das, was sie am Ende am Markt erfolgreich macht. Wir sind davon abhängig, dass die Innenstadt insgesamt attraktiv ist und können nicht als Einzelkämpfer hier ohne weiteres überstehen, wenn nicht die anderen mitziehen. Also mir ist das verdammt wichtig, dass Kaufhof und Co. durchhalten. Die nachwachsende Generation bestellt lieber im Internet. Dort versucht es auch der Kaufhausriese, doch mit einer falschen Online-Strategie. Der Verkauf wird nicht mit dem Handel in der Filiale verbunden, sondern entwickelt sich fast zu einer Konkurrenz. Wir fühlen uns ein bisschen auch, sagen wir mal, in dem Weg, den wir angefangen haben, bestätigt. Wir arbeiten mit modernen Medien und am Ende ist es aber trotzdem der Kunde, der mit einem Mitarbeiter spricht. Sei es eben mit Michael Scholz oder sei es mit anderen Mitarbeitern. Wir kümmern uns halt dann auch darum, dass die Webseite immer aktuell ist, dass die Preise alle stimmen. Das bedeutet in dem Augenblick natürlich tatsächlich eine wahnsinnig hohe Detailarbeit, die on top zu dem kommt, was wir tagtäglich haben. Das ist noch nicht angepasst. Da müssten Sie erst mal probieren, ob es jetzt von der Passe kommt. Die persönliche Beratung nimmt zu. Mir hat früher die Frage im Vordergrund war, gefällt mir das? Ja, steht mir gut. Kommen jetzt einfach andere Fragen mit dazu. Erklär mir mal bitte was über die Geschichte, über den Wert der ganzen der Uhr oder auch des Schmuckstücks. Dann nehme ich es einfach noch mal kurz mit zum Uhrmacher hoch. Dann machen wir es noch ein bisschen enger und dann machen wir den Rest. Das gibt bei uns wenig automatisierte Mails und das spürt der Kunde und das spüren wir auch, dass sich einfach eine andere Beziehung aufbaut. Und ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass wenn es gelingt, es hier eine ganze Reihe von Akteuren gibt, die mussten immer kämpfen, die mussten sich immer was einfallen lassen, die also auch nicht genügsam irgendwo gewartet haben, dass der Kunde kommt, sondern dass die sich auch durchaus zusammen was einfallen lassen werden. Das ist mein Leben. Das ist einfach mein Leben. Da gibt es auch nichts anderes zu sagen. Das ist halt meine Branche. Und dass es funktioniert, haben wir die letzten Jahre ja bewiesen. Aber wie gesagt, wir kämpfen. Und wir kämpfen weiter.
Wir haben auch ein ganz interessantes Format, was wir schon seit nicht erst zu Corona jetzt erfunden haben, dass wir die Niederlassung von Neugründungen in der Innenstadt in einem bestehenden Leerstand fördern. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten das nochmal erhöht auf 50% Mietzuschuss. Es gibt diesen Zuschuss, der da quasi stattfindet für ein Jahr, die Möglichkeit, quasi unser Office hier zu haben, eben im Stadtkern. Wir hatten gerade mehrere größere Kunden an Land gezogen und einen Investor für uns gewonnen. Wir sind so ungefähr seit 5 Jahren im Bereich aktiv, dass wir uns immer wieder Startups ansehen, dass wir uns Themen ansehen, die interessant sein können, die wir verstehen. Wir haben eine kleinere sechsstellige Summe da investiert in das Unternehmen. Wir haben Anteile dafür bekommen, so wie das bei Startups üblich ist. Also grundsätzlich, wir sind eine Software-Startup mit Hardware-Enabled-Software-Startup, sagt man in unserem Jargon. Unsere Produkte kommunizieren über das Internet. Das Internet ist überall das Gleiche. Eine Funktion, die wir zum Beispiel bieten, ist, wir können mit dem Smart Mirror auch Fotos machen. Indem ich hier auf einem Tablet quasi die Kamera ansteuere. Jetzt kann ich hier zum Beispiel ein Foto machen, um zu sehen, wie die Sakko auf der Seite und hinten fällt. Kann jetzt hier mein Handy zücken und den QR-Code abscannen. Jetzt funktioniert's. Und kann hier jetzt direkt das Foto von meiner Schulter direkt auf mein Handy herunterladen oder direkt teilen oder es einfach nur ansehen und speichern auf meinem Handy. Das muss man verstehen. Das ist auch so ein bisschen das Grundprinzip der Digitalisierung. Ich biete kein physisches Produkt mehr an, sondern im Grunde wird es nicht nur eine Dienstleistung, sondern es wird zu einem Erlebnis. Also ich verkaufe ein Erlebnis. Diese Version der großen Kaufhäuser, das was man, sage ich mal, so aus den letzten 20, 30 Jahren kennt, das wird mehr zurückgehen, sondern die Leute, die im Einzelhandel kaufen, werden mehr und mehr darauf setzen, auf das Einkaufserlebnis plus auf das Thema der guten Beratung vor Ort. Das Ende ist schon absehbar. Am 31. Oktober soll der Karstadt Kaufhof in Ingolstadt dicht gemacht werden. Das Warenhaus mit dem großen Allround-Sortiment war in Ingolstadt ein wichtiger Anlaufpunkt. Kann es sein, dass nicht die Großen oder die Kleinen sterben, sondern die Schnellen oder die Langsamen? Also, dass die bereit sind, Innovation mitzugehen, mit der Zeit zu gehen, vielleicht auch Trends irgendwie aufzunehmen und vielleicht sogar vorauszuahnen. Dass die sich weiterentwickeln und all jene, die hoffen, dass es nochmal 1990 wird, für die wird es schwierig. Wir haben andere Mobilität, wir haben Dating-Apps, wir haben Online-Shops, wir haben aber auch so Dinge wie, wir machen heute andere Mediennutzung als früher. Nur einkaufen sollen wir ganz gerne so wie unsere Großeltern. Was man ja jetzt schon sehr stark sieht, ist, dass Jüngere auch Älteren Kompetenzen vermitteln. Früher war es eher andersrum und jetzt geht es in beide Richtungen. Die Älteren haben natürlich auch mehr Erfahrungen, haben bessere Netzwerke, also haben auch ganz viel zu bieten. Und ich würde nicht sagen, dass die einen oder die anderen Verlierer sind. Vermutlich bräuchten wir halt nicht mal ein Viertel der Fläche. Man könnte super viele Sachen automatisieren, man könnte irgendwelche Living and Experience Areas schaffen, wo die Leute physisch tatsächlich Produkte ausprobieren können. Vielleicht nicht nur Mode, sondern auch Technik. Richtig. Ein kleines Café mit rein, Eventspace, Veranstaltungen. Also das Thema Arbeit und Freizeitgestaltung besser zu verzahnen. Eine Mischnutzung aus verschiedenen Erlebnisflächen, wie du sagst. Wo die Leute auch reingehen, wenn sie jetzt nicht unbedingt gerade nur ein paar Socken kaufen wollen oder die neuen Schuhe brauchen, sondern wo halt auch einfach Leben stattfindet. Wir würden wahrscheinlich versuchen, viel zu automatisieren und viel zu optimieren. Also weg von extrem viel, sehr teurer Fläche, die wir quasi nutzen als Ausstellung und Lager, hin zu weniger Produkte, dafür mehr Bühne, mehr Inszenierung, mehr Storytelling, das würden wir auf jeden Fall versuchen wollen. Kurioserweise entdeckt aber ausgerechnet die Firma, die das Shoppen im Internet quasi salonfähig gemacht hat, nun die analoge Welt. Die Pläne bei Amazon gibt es ja auch, sozusagen, dass Amazon in den Offline-Bereich geht und anfängt, Läden aufzumachen. Auf dem Heimatmarkt in den USA ist Amazon längst offline unterwegs. Neue Läden gehen an den Start zum Ärger vieler Einzelhändler. Das wäre dann natürlich noch mal ein Schlag für die Innenstädte. Also man muss sich einfach klar machen, man hat es da mit Akteuren zu tun, die
die einfach so viel größer sind, dass da auch der einzelne Einzelhändler und möglicherweise auch die einzelne Stadt, eine Kleinstadt, dem alleine noch nichts entgegensetzen kann. Was wir eigentlich bräuchten, wären wirklich Investitionen der öffentlichen Hand, die sowas im großen Stil möglich macht. Das war so eine Aktion, die wir ganz früh in dieser Krise gestartet haben, wo wir einfach gesagt haben, wir versuchen jetzt sofort Händlern, die bisher nicht online sind, eine Möglichkeit zu bieten, ihre Produkte trotz Schließungen anzubieten. Die Macht von Amazon ist ja was, was wir seit Jahren sehen, die zunehmende Macht. Da hätten Innenstädte schon lange sagen können, Mensch, lasst uns lokal was machen. Wir hatten relativ schnell so um die 100 Teilnehmer aus Gastronomie, Einzelhandel, Dienstleistungen. Das ist quasi wie ein Warenhaus ist, wo man aus verschiedenen Geschäften sich dann einen Warenkorb zusammenstellen kann, bezahlen und es dann zusammengeliefert bekommt. Wir haben das seitens der städtischen Wirtschaftsförderung gefördert und haben da viele Händler und Gastronomen eingesammelt. Und wir sind jetzt in einem Stadium gewesen, wo man nach einem Jahr oder so sich Gedanken machen muss, wie tatsächlich sozusagen auch ein Bezahlmodell aussieht. Mein Name ist Oliver Munz und ich bin Chef der Innenstadtfreunde Ingolstadt e.V. Also wir sind ein Zusammenschluss von interessierten Bürgern, die sich vorgenommen haben, ihren Einfluss geltend zu machen, abseits der klassischen politischen Wege zum Wohle der Innenstadt. Seit letztem Jahr hat ja mein Sohn auch einen gastronomischen Betrieb hier in der Innenstadt. Und natürlich ist jede Gastronomie auch von Frequenz abhängig. Und insofern ziehen wir da am selben Strang. Ich habe davon auch noch nicht so viel gehört. Das würde mich auch mal interessieren. Kannst mal schauen. Orderlocal.de. Ja. Und hier kannst du eben dann sehen, shop local, eat local. Ne? Ah, okay. So, jetzt schauen wir mal, was wir momentan drauf haben an Shops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Shops haben wir drauf. Okay. Ja. Und dann haben wir dasselbe nochmal für die Gastronomie. Das wäre halt, wenn dann dein Ding. Ne? Ja, genau. Da haben wir halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Sind aber jetzt gerade voll. Ja, das Problem war halt, im Januar waren es viele. Also wir hatten ja über 100 Shops schon auf dieser Plattform gesehen. Ja, und dann hat man mal im Februar die schlaue Idee entwickelt, dass man jetzt Gebühren dafür verlangt. Ja. Wie hoch sind die Gebühren? Ja, die haben sie an 30 Euro pro Monat gedacht und haben das dann auch gleich so kommuniziert. Okay. Und nochmal 13% Umsatzbeteiligung. Hat das noch dazu? Das ist natürlich schon heftig, ja. Ich melde mich jetzt nicht bei einer App an, wo ich 30 Euro schon mal vorausschieße, bevor irgendwas passiert ist. Dann bin ich drauf mit 7 oder 10 anderen Restaurants. Das ist natürlich sehr unattraktiv. Da hat sich ja keiner runter. Also das haben sich ja die anderen auch gedacht. Ja, und das war das Problem. Ne? Wir hatten da durchaus eine kleine Welle, wo jetzt einige gesagt haben, wir machen da in der Form nicht mehr mit. Also, dass da Leute abspringen, das ist aus meiner Sicht immer so bei solchen Modellen. Aber was hätte das für eine Schlagkraft, wenn wir sagen würden, wir nehmen öffentliche Gelder in die Hand und bauen eine gute Plattform, die überall lokal genutzt werden kann. Also da könnte Politik auch kreativer werden. Sie müssen jetzt erkennen, wenn wir in 20 Jahren eine anders funktionierende Innenstadt wollen, dann müssen wir jetzt akzeptieren, dass vieles Altes eben auch ausläuft und kaputt geht und beginnen, Neues aufzubauen. Und manches ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen sichtbarer geworden. Ob das aber bedeutet, dass wir uns nach Corona daran erinnern werden, da darf man natürlich skeptisch sein.